Hallo, heute beschäftigen wir uns mit einer neuen Art des Fernsehens. Konkret geht es um das Fernsehangebot von Freenet, welches unter dem Namen Freenet TV läuft. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Fernsehen gehört für viele Menschen zu ihrem Alltag dazu. Ob zum Abschalten nach einem stressigen Tag oder als spaßige Freizeitbeschäftigung spielt dabei erstmal keine Rolle. Der Fernseher ist ein zentrales elektronisches Gerät im Haushalt, an dem die Familie häufig zusammenkommt. In der heutigen Zeit kann man das Fernsehprogramm über viele verschiedene Anbieter buchen. Wir haben uns in dieser Hinsicht mit dem umfassenden Angebot von Freenet TV beschäftigt. Alle Empfehlungen aus dem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unterhalb des Videos in der Infobox. Das aktuelle Top-Angebot dazu findest du ebenfalls unten in der Infobox. Unsere Empfehlung: Klick auf den Link in der Videobeschreibung und check den aktuellen Preis, sodass du hier je nach Angebotszeitraum noch ein bisschen sparen kannst. Weiterhin viel Spaß mit dem Video. Freenet bietet den Empfang von Fernsehprogrammen noch nicht sehr lange an. Da es jedoch in der heutigen Zeit sehr einfach ist, gutes Fernsehprogramm über verschiedene Kanäle zu empfangen, hat auch Freenet ein TV-Angebot zusammengestellt. Unter dem Namen Freenet TV kann man über ein Empfangsgerät Fernsehprogramme beziehen. So kann man über Freenet TV 20 private und 20 frei empfangbare Sender in echtem Full HD empfangen. Das passende Empfangsgerät lässt sich dabei versandkostenfrei bestellen. Entscheidet man sich für das umfangreiche Angebot von Freenet TV, so bekommt man beim Kauf eines Empfangsgeräts 3 Monate kostenlos dazu. Es werden bei diesem Angebot auch unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten angeboten, so kann man monatlich bezahlen und das Programm zu einem Preis von 6,99 € empfangen. Dies bietet den Vorteil, dass es keine langen Vertragslaufzeiten gibt und man auch monatlich kündigen kann. Eine weitere Option ist die jährliche Variante, die sich auf 85 € beläuft. In dieser Hinsicht bietet sich die monatliche Option an, da diese günstiger ist und gleichzeitig auch den Vorteil bietet, dass man monatlich kündigen kann. Das TV-Modul bietet viele verschiedene Möglichkeiten, die es sehr praktisch macht. Neben dem breiten Angebot an Sendern bietet es auch eine kostengünstige Lösung, da man auch andere Empfangsgeräte nutzen kann, sofern sie über einen CI-Plus-Slot verfügen und DVB-T2 empfangen können. Der Start ist zudem denkbar einfach, da man nur das TV-Modul einstecken muss und sich über Freenet registrieren muss. Das TV-Modul verfügt weiterhin über eine Aufnahmefunktion. So kann man Lieblingsserien aufnehmen, die man ansonsten verpassen würde. Falls der Fernseher über eine solche Option verfügt, dann wird man bei der Konfiguration unterstützt. Durch Freenet-Mitarbeiter wird die Bild- und Tonqualität am Endgerät optimiert und auf Wunsch auch eine einzelne Fernbedienung konfiguriert, damit man nicht immer auf zwei verschiedene zur Bedienung zurückgreifen muss. Bei unserer Recherche schauen wir nicht nur nach den Eigenschaften der Produkte, sondern auch nach dem Preis. Aus diesem Grund haben wir in der Infobox unter dem Video das Angebot mit dem besten Preis von Freenet TV verlinkt. Interessiert man sich für dieses Angebot, so lohnt sich der Klick auf den Link in jedem Fall. Im Angebot enthalten ist das Freenet TV CI Plus Modul, in dem bereits 12 Monate Gratisnutzung enthalten ist. Außerdem ist noch eine Kundenkarte mit der nötigen TV-ID dabei, über die man sich anmelden kann. Dieses Komplettpaket bekommt man für 99 €. Dies ist ideal, falls man bereits über ein Empfangsgerät verfügt, in welches man nur noch das Modul platzieren muss. Ansonsten muss man noch das passende Gerät von Freenet dazu kaufen, damit man das Fernsehprogramm empfangen kann. Da Freenet noch vergleichsweise neu im Markt für Fernsehprogramme ist, lohnt es sich, die Bewertung von externen Portalen zu Rate zu ziehen, bevor man eine Option zum Fernsehen dort bucht. Schaut man nach den Bewertungen bei Trustpilot, so stößt man auf ein gemischtes Ergebnis. Von fast 900 Bewertungen ergibt sich lediglich ein Durchschnitt von 3,2 Sternen. Dabei gibt es zwar sehr viele Bewertungen mit 5 Sternen, hingegen aber auch viele mit nur einem Stern. Schaut man sich die Bewertungen genauer an, so lässt sich erkennen, dass viele 1-Sterne-Bewertungen aus Frust vergeben wurden und nicht unbedingt aufgrund eines schlechten Produkts. Die negativen Bewertungen ergeben sich so beispielsweise aufgrund von eigenen Buchungsfehlern der Nutzer oder auch aufgrund von Lieferproblemen. Der einzig relevante Kritikpunkt, der sich auf das Fernsehangebot bezieht, beläuft sich darauf, dass manche Leute in ihrer Gegend keinen ordentlichen Empfang über DVB-T2 bekommen. Dies kann man im Zweifelsfall aber auch im Vorfeld über das Internet testen. Schaut man sich die Bewertungen bei DSL Web an, so erhält Freenet TV knapp 4,1 von 5 Sternen.
Dies ergibt sich aus knapp 700 Bewertungen. Im dazugehörigen Artikel werden noch einmal alle Einzelheiten zum Angebot von Freenet TV beschrieben und eingeordnet. So kann man sich auch extern über die Details informieren und auf diese Weise keine wichtigen Aspekte außen vor lassen. Auch der Verfasser des Artikels rät in diesem Zusammenhang zum Kauf von Freenet TV und weist auch noch einmal explizit auf die 3 Monate kostenfreies Schauen nach Abschluss des Vertrages hin. Insgesamt zeigt sich also, dass Freenet mit seinem TV-Angebot durchaus mit anderen Anbietern mithalten kann. Wer auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit ist, um Fernsehen in guter Qualität nahezu überall zu empfangen, der ist mit Freenet TV gut bedient. Verfügt man bereits über ein Empfangsgerät, so muss man sich nicht einmal Sorgen darum machen und kann direkt mit dem Modul loslegen. Ich hoffe, dass wir euer Interesse für das hier vorgestellte Produkt geweckt haben. Falls ja, dann findet ihr mit dem Link unter dem Video das beste Angebot von Freenet TV. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.